Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst auf dem Kanal des Kirchenkreises Walsrode. Heute sind wir zu Gast in der Pauluskirche in Bomlitz. Und mein Name ist Mareike Kranz, ich bin Diakonin der Kirchengemeinde Bomlitz und Dorfmark. Heute ist der Sonntag Letare. Und Letare heißt auf Deutsch, freue dich. Freue dich. Erstaunlich. Mitten in der Passionszeit. Heute ist der vierte Sonntag in der Passionszeit. Die Mitte der Passionszeit, es ist quasi Bergfest. Ostern ist in Sichtweite und man darf sich schon ein bisschen freuen auf das, was nach der Passionszeit und nach Karfreitag folgt. Heute dürfen wir uns vergewissern lassen, dass nicht der Tod und nicht das Leid das letzte Wort haben wird. Freue dich! Letare ist ein kleines Osterfest in der Mitte der Passionszeit. Denn die Freude wird das letzte Wort behalten, gerade da, wo wir es am wenigsten erwarten. Und so feiern wir auch diesen Gottesdienst, wie wir alle unsere Gottesdienste feiern, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Psalm 84. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und meine Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellengrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Lasst uns beten. Gott, wir kommen heute zu dir mit allem, was uns ängstigt und das Herz schwer macht.
mit allem, was uns Sorge bereitet und uns zum Nachdenken bringt. Wir breiten unsere Ängste und unsere Zweifel vor dir aus. Du, Gott, bist unser Trost. Freude und Schmerz, Lachen und Weinen, Trauer und Dankbarkeit liegen manchmal ganz dicht nebeneinander. Du willst uns Freude schenken, Freude, die aus deinem Wort und deiner Gemeinschaft kommt. Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Johannes im 12. Kapitel. Es waren einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Amen. Wir wollen Jesus sehen. Ich sehe sie vor mir, die Griechen, und ich sehe die Enttäuschung in ihren Gesichtern. Sie sind zu spät gekommen. Diese Griechen, die extra nach Jerusalem gekommen sind, um dort das Passafest zu verbringen und um Jesus zu sehen, von dem sie schon so viel gehört haben. Ein jüdischer Rabbi, der die Weisungen Gottes noch mal ganz neu auslegt, der Menschen heilt und Tote auferweckt, der Frieden will und Zwietracht sät, der Wasser zu Wein macht und 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen satt bekommt, der über Wasser geht. Jesus, Jesus wollen sie sehen. Jesus, was ist das eigentlich für einer? Ist es ein Mensch? Ein Gott? Aber nun ist der Einzug in Jerusalem vorbei. Und die Griechen waren nicht bei denen, die am Straßenrand standen, Palmwedel schwenkten und Hosianna riefen. Das ist schon blöd, wenn man so ein Event verpasst. Aber auf der weiten Reise nach Jerusalem, da kann es schon mal zu einigen Tagen Verspätungen kommen, zu den entscheidenden Tagen. Die Griechen wollen Jesus sehen, wollen sich vergewissern, wer dieser Jesus ist und aber wirklich so toll ist, wie alle Welt sagt. Und so machen sie sich auf. Sie durchkämmen die Straßen von Jerusalem auf der Suche nach Jesus.
und sie finden ihn endlich im Gedränge der überfüllten Stadt. Da vorne steht er, redet, lehrt, ist dicht umringt und sie kommen nicht so richtig an ihn heran. Sie sprechen Philippus an und zupfen ihn an den Ärmel und sagen zu ihm, Herr, wir wollen Jesus sehen, kannst du da was für uns regeln? Philippus fühlt sich geschmeichelt, denn normalerweise wird er nicht mit Herr angeredet. Ah, ich bin halt auch wer in seinem Glanz. Ich bin wichtig und ich nehme die Rolle des privaten Audienzvermittlers auch gerne an. Wartet mal hier, sagt er. Ich will sehen, was sich machen lässt. Philippus wendet sich an Andreas, informiert ihn und beide wiederum gehen zusammen zu Jesus. Ziemlich umständlich, so ein bisschen wie stille Post. Der eine sagt es dem anderen. Aber gemeinsam tragen sie dann das Anliegen Jesu vor. Hast du eine Minute für die Griechen da hinten? Die wollen dich aus der Nähe sehen, einen Handschlag bekommen und dich vielleicht auch bewundern. Die Antwort von Jesus ist zunächst ziemlich vielversprechend. Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Wie so eine Verherrlichung wohl aussieht, das kann ja spannend werden. Denn auf den ersten Blick, besonders im Zusammenhang mit dem triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem, da könnte man diese Botschaft vielleicht ja auch so verstehen. Gerade ist Jesus gefeiert worden und jetzt kommt es noch herrlicher. Deshalb legt Jesus erklärend nach. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Jetzt wird deutlich, hier ist vom Sterben die Rede. Und wie so oft benutzt Jesus ein Bild aus der Natur, aus der Lebenswirklichkeit der Zuhörer, ein Gleichnis. Ein Gleichnis, das jeder nachvollziehen kann. Ein Weizenkorn. Ein Weizenkorn ist hart, fast steinhart. Die Schale schützt und verschließt das Innere des Korns. Wenn es so bleibt, dann geschieht nichts. Das Korn bleibt allein, es wird nicht leben. Das Weizenkorn ist verschlossen, abgeschlossen. Und man ahnt kaum, was in diesem Korn steckt. Der ganze Bauplan für die Ehre ist schon in ihm angelegt. Eine raue Schale, ein lebendiger Kern. Und wenn dieses Korn in die Erde gelegt wird, wenn es Nässe und Dunkelheit erträgt, wenn die Schale gesprengt wird, wenn das Korn scheinbar abstirbt, dann beginnt es zu wachsen, dann keimt es und fängt an zu leben. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Etwas muss also zu Ende sein, damit etwas Neues wachsen kann. Wer oder was soll aber da denn zu Ende sein? Was will Jesus mit dem Bild vom Weizenkorn ausdrücken und deutlich machen? Er deutet damit sein Sterben an. Mit dem Weizenkorn, das in der Erde versinkt, umschreibt Jesus seinen Tod. Er nimmt das Weizenkorn, das gesät wird, als Bild für sich selbst. Auch er riskiert alles, sein Leben. Wie ein Weizenkorn wird auch er begraben werden, nicht mehr sichtbar sein, verborgen. Und doch wird sich im Verborgenen etwas ereignen. Etwas wächst, das wird dann viel größer und das bringt dann schließlich viel Frucht. Jesus versucht seinen Zuhörern und Zuhörerinnen das Unausweichliche und das Unverständliche erträglicher zu machen. Er verpackt es in ein Bild, das einen Hoffnungskeim enthält. Mit dem Weizenkorn verbindet Jesus den bevorstehenden Tod mit seiner Auferstehung an Ostern. Er macht deutlich, dass er in der Zuversicht ans Kreuz geht, dass sein Tod Wirkung haben wird. Er stirbt in der Gewissheit, dass Gott ihn nicht im Tod lässt, sondern ihn zu sich ruft. Denn Gott wird durch ihn zeigen, er schafft Leben, selbst dort, wo es eigentlich gar nicht mehr geht. Das Weizenkorn, das stirbt, wird viel Frucht bringen. Das öffnet den Blick dafür, dass noch etwas kommen wird. Im Korn liegt der Kern der guten Nachricht. Amen. Lasst uns Fürbitte halten. Gott der Barmherzigkeit, wir bitten dich für alle, die es schwer haben in dieser Zeit, für die Müden und Mürben, die Zornigen und Verzweifelten, die Traurigen und Isolierten, die Überlasteten und Erschöpften. Gott der Stille, wir danken dir für alles, was unserer Seele hilft, die Momente des Innehaltens, das Geschenk der Gelassenheit, das trostreiche Wort, die überraschende Begegnung, die Musik, die Musik.
Gott der Zuversicht, wir bitten dich für alle, die es schwer haben in dieser Zeit, die in großer Sorge sind um ihre Gesundheit, um ihren Beruf, um ihre Zukunft. Gott der Freude, wir danken dir, dass du bei uns bist, mit deinem Wort, das uns aufrichtet, mit deinem Geist, der uns inspiriert, mit deiner Freundlichkeit, die uns freundlich sein lässt. Lass deinen Frieden, deine Barmherzigkeit, deine Stille, deine Zuversicht und deine Freude in uns wirksam werden. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin mit den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.